Sehr geehrte Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei der CDU. Wir feiern heute den 70. Geburtstag der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. 70 Jahre, in denen die CDU Männer und Frauen in unserer Partei für die Zukunft unseres Landes gemeinsam gearbeitet haben. 70 Jahre mit immer wieder entscheidenden Weichenstellungen. Und wenn wir über Weichenstellungen reden, geht mir dieser Tage eine Begegnung durch den Kopf, die ich vor einer Zeit in Magdeburg hatte. Ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt, aber sie berührt mich bis heute und lässt mich nicht los. Auf einer Veranstaltung der CDU haben wir dort über Wettbewerbsfähigkeit in Europa gesprochen, über das Freihandelsabkommen, auch über die Staatsschuldenkrise. Und irgendwann während meiner Rede stand ein älterer Mann im Publikum auf, 83 Jahre alt, seit über 40 Jahren in der CDU. Er unterbrach mich und sagte, er wolle nur kurz was erzählen. Und auf einmal war es ganz still im Saal. Und dann erzählte er, dass er noch im Dritten Reich zur Schule gegangen sei und in der Grundschule das Lied »Siegreich wollen wir Frankreich schlagen, sterben wir ein tapferer Held« lernen musste. Und er habe, wenn wir über Europa reden, eigentlich nur eine Bitte. Er möchte, dass nie wieder Kinder in Europa solche Lieder lernen müssen. Und deswegen sei er in der CDU. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, wenn wir als Christdemokraten uns auch damit beschäftigen, was verbindet uns seit 70 Jahren, dann steht für uns, aber dann steht für uns auch als Deutsche dieser Wunsch nach Frieden, Versöhnung und Freiheit in Europa über allem. Wir sind verpflichtet, weiter dafür zu arbeiten, gerade auch in diesen Tagen. Und ich bin froh und dankbar, dass unsere Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel genau dies tut. Stets an unserer Seite in diesen 70 Jahren war auch unsere Schwesterpartei. Wir feiern dieses Jahr auch den 70. Geburtstag der CSU. Und lieber Gerda Hasselfeld, schön, dass Sie heute stellvertretend für unsere bayerischen Freunde hier bei uns sind. Und ganz besonders freue ich mich, dass der Parteivorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, heute unser Gast ist. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ich begrüße darüber hinaus auch Simone Peter und Cem Özdemir für Bündnis 90 Die Grünen. Schön, dass Sie da sind. Und im Reigen derjenigen, die mit uns im demokratischen Wettbewerb stehen, begrüße ich ebenfalls meine Kollegin von der FDP, Nicola Beer, für die Freien Demokraten. Schön, dass Sie da sind. Stellvertretend für alle Abgeordneten und auch die ehemaligen Abgeordneten aus den Parlamenten begrüße ich den Präsidenten des Deutschen Bundestages, lieber Herr Norbert Lammert, schön, dass Sie da sind, und den Vorsitzenden. Und den Vorsitzenden unserer Bundestagsfraktion, Volker Kauder, herzlich willkommen. Ich grüße darüber hinaus alle Exzellenzen aus den diplomatischen Vertretungen. Und besonders herzlich begrüßen wir Christdemokraten auch die Vertreter der Kirchen in unserer Runde. Gleiches gilt für die Vertreter der Gewerkschaften und der Wirtschaft. Ihnen und allen Gästen und Vertretern gesellschaftliche Organisationen ein herzliches Willkommen bei diesem Festakt. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 70 Jahre CDU bedeuten vor allem Hunderttausende engagierter Christdemokratinnen und Christdemokraten. Nur durch ihre Mitglieder
kann eine politische Interessensvertretung zur Volkspartei werden. Und das nehmen wir für uns in Anspruch. Unendlich viele Erzählungen, persönliche Schicksale und Erfolgsgeschichten sind mit der CDU verbunden. Und in unseren Reihen wissen wir 113 Männer und Frauen, die Gründungsmitglieder dieser CDU sind. Ihnen gilt unser großer Respekt, unsere tiefe Dankbarkeit. Und ich grüße herzlich alle unsere Gründungsmitglieder, aber ganz besonders diejenigen, die heute hier sind. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben mit einigen unserer Mitglieder gesprochen, mit Männern und Frauen, jung und alt, Arbeitnehmern, Unternehmern. Und sie haben uns erzählt, was sie mit der CDU verbindet. Und jeder hat eine eigene Geschichte. Jeder hat etwas anderes, was ihn antreibt, in unserer Partei mitzumachen. Jeder möchte etwas anderes erreichen und verbindet auch emotional etwas anderes mit der CDU. 11 von diesen Mitgliedern möchten wir Ihnen in einem Film vorstellen. Den werden wir gleich gemeinsam sehen. 4 dieser beeindruckenden Persönlichkeiten werden wir gleich live hier auf der Bühne erleben. Und einer davon ist Lucia Dirks aus Mecklenburg. Sie erzählt, wie sie in der Zeit der Friedlichen Revolution 1989, 1990 den Weg in die CDU gefunden hat. Und auf die Frage, was sie damals bewegt hat, hat sie geantwortet: Es ist Zeit. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Jetzt wollen wir mitgestalten. Frau Dirks hat dabei die besondere Situation der Friedlichen Revolution vor Augen. Die Erinnerung an die Wiedervereinigung, an diesen Glücksfall in der Geschichte unseres Volkes. Aber dieser Satz, es ist Zeit, jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt wollen wir mitgestalten, der ist dauerhaft richtig. Der gilt immer. Er galt 1945, als dieses Land in Trümmern lag. Und er galt natürlich 1989, 90 bei der Zeit des Aufbruchs und vieler neuer Möglichkeiten. Er gilt aber eben auch heute. Und so sieht das wahrscheinlich auch Britt-Marie Lahkemper. Sie ist 18 Jahre alt und erst seit Beginn dieses Jahres CDU-Mitglied. Und sie wird ebenfalls in dem Film zu sehen sein. Da sagt sie den wunderschönen Satz: 70 Jahre CDU sind ja noch gar nicht so viel. Wir fangen gerade erst an. Und anfangen, jeden Tag aufs Neue, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der CDU. Anfangen, jeden Tag aufs Neue, das ist unser Anspruch an die Zukunft. In diesem Sinne Ihnen noch einmal ein herzliches Willkommen. Wir feiern 70 Jahre CDU, 70 Jahre gemeinsam für Deutschlands Zukunft. Und jetzt fangen wir an mit dem Film. Zu Hause reden wir sehr, sehr viel über Politik. Ich rede auch mit meinen Großeltern sehr, sehr viel über Politik. Ich bin aus einem Elternhaus, die sehr kontra Nationalsozialisten waren. Mein Wunsch war einfach, dass wir frei sein können. Naja, die Zukunft war natürlich immer der nächste Tag, dass man genügend zu essen hatte. Und trotzdem wurde deutlich, wie geht's weiter? Und dann ging es natürlich auch um die Frage, wie können wir die Jugend, wie können wir Menschen binden in einer neuen Partei oder wie können wir Menschen gewinnen dafür, mitzumachen, mit aufzubauen jetzt wieder. Wir wollten ja wissen, wie geht das überhaupt in der Demokratie und hatten einen, der hat uns gesagt, wie man Einladungen schreibt, wie man dieses macht und jenes macht. Keine große Politik, nur einfach geholfen haben, versucht haben zu helfen. Die Freiheit kriegt man ja nicht als Geschenk, sondern man muss, wenn man sie sich bewahren will, muss man immer für sie eintreten. Im Prinzip kann man diesen Personen nur Danke sagen, wenn diese Menschen haben dazu beigetragen,
dass unser Land aufgebaut worden ist, dass es uns heute, ja, ich glaube, man kann sagen, insgesamt gut geht. Die CDU hat mir gegeben den Zugang zu dem Gedanken der Marktwirtschaft. Keine Klassengesellschaften, die Konfessionengrenzen wurden überwunden. Und wir hatten eigentlich das Gefühl, dass die CDU das alles sehr gut macht. Ja, ich bin ein Verehrer Konrad Adenauers. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Die Wähler haben uns gewählt. Die CDU sah ja ein, dass die Politik unten beginnt, dass die Mehrheiten in den Rathäusern, in den Räten auch wichtig sind, dass man diese Mitglieder auch einbinden muss. Das Schönste an einer CDU-Mitgliedschaft ist, dass man gemeinsam mit verschiedenen anderen Menschen, die in eine gleiche Richtung denken, zusammenarbeiten kann. Auf jeden Fall habe ich richtig den Drang gespürt, mitzuwirken und mitzugestalten. Es war eine Zeit in den 70er Jahren, wo es schwierig war. Was notwendig war, waren Leute, die zur Freiheit stehen und auch bereit sind, dafür was zu tun. Das war der Grund für mich, in die CDU einzutreten. Ich bin stolz, dass ich zu einer großen Partei gehöre, die ja die wesentlichen Weichenstellungen unseres Landes gestaltet hat. Ich glaube, der wichtigste Meilenstein ist im Prinzip die Wiedervereinigung. Und alles feierte da und ich sag, was ist denn hier los? Ja, weißt du das denn nicht? Die Mauer ist offen. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Und man war so voller Tatendrang und hatte das Gefühl, man muss jetzt was tun. Das war ja unbeschreiblich. Ich hätte nie in meinem Leben von mir selber gedacht, dass ich mal in eine Partei gehen würde. Aber damals hat mein Bruder, der war damals Jugendpfarrer in Mecklenburg, der hat gesagt, wenn ihr was mitgestalten wollt, jetzt könnt ihr. Und jetzt sucht euch eine Plattform, die euch am nächsten ist. Und ich bin ein christlicher Mensch und das C in der CDU war für mich ausschlaggebend. Helmut Kohl geht in die Geschichte ein, weil er erstens Kanzler der Einheit ist. Zweitens, weil er Deutschland in Europa eingebettet hat. Europa ist meine Heimat. Und wenn ich jetzt mal schaue, wie das bei uns im Saarland ist. Wir haben eine Freundschaft mit einem Kindergarten aus Merzig, mit einem aus Frankreich. Die besuchen sich gegenseitig. Vom Programm, von den Ideen fühle ich mich in der CDU gut aufgehoben. Und dann kam natürlich Frau Merkel. Ich hätte mir eine Kanzlerin damals noch nicht vorstellen können. Also Frau Merkel ist tatsächlich ein Grund, warum ich in der Politik reingekommen bin. Absolut. Gerne möchte ich als Vorsitzende dieser großartigen Partei zusammen mit jedem Einzelnen von Ihnen weiter unserem Land dienen. Ich bin CDU-Mitglied seit März 2015. Die CDU ist die fitteste und modernste Partei aus meiner Sicht. Auf der Internetseite kann man heutzutage so schnell eintreten, das dauert 2 Minuten. Und sie einfach ihr Smartphone raus, dann zeige ich Ihnen das. Die Digitalisierung bietet ja schon heute unglaubliche Chancen. Man kann sich vernetzen, man kann viel einfacher kommunizieren. 70 Jahre CDU sind ja noch nicht so viel. Wir fangen ja gerade erst an quasi. Man kann nicht zu Hause sitzen. Wenn man für sein Land was tun will, muss man mitmachen. Meine Damen und Herren, Peter Tauber hat es schon gesagt, wir werden gleich noch einige der Herrschaften im Gespräch kennenlernen, darauf freue ich mich. Zunächst aber ein ganz herzliches Willkommen auch von mir. Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen, ich heiße Tanja Samrotzki, ich bin Journalistin und ich habe früher als Parlamentskorrespondentin ganz viele Montagvormittage gemeinsam mit meinen Kollegen in Bonn und Berlin vor dem Konrad-Adenauer-Haus gefroren, darauf hoffend, dass ein Präsidium uns erzählt, was in den Gremiensitzungen vor sich ging. Umso mehr freue ich mich, dass ich Sie nun A, bei gutem Wetter und B, mit Dach über dem Kopf durch diese Feier begleiten darf.
Die Wiege der CDU, meine Damen und Herren, steht übrigens ganz in der Nähe, in der Platanenallee 11, wo Jakob Kaiser, Walter Schreiber und viele andere aus heißer Liebe zum deutschen Volk am 26. Juni 1945 den wohl bedeutendsten Gründungsaufruf verfassten. Gerade 8,5 Kilometer trennen die Platanenallee 11 von unserem Ort hier, vom E-Werk in Mitte. Genau genommen ist dieses schöne Gebäude ein Umspannwerk. Ein Umspannwerk dient dazu, unterschiedliche Spannungsebenen zu verbinden. Unterschiedliche Spannungsebenen verbinden, ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut zu einer Volkspartei. Und ganz bestimmt ist es ein geeigneter Ort, wenn viele ganz unterschiedliche Gäste miteinander feiern. Zur zünftigen Feier eines runden Geburtstags gehört auch die Verwandtschaft, die selbst weite Anreisen nicht scheut. Bitte begrüßen Sie mit mir die Schwester aus Bayern, in Person der Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Ganz herzlich willkommen, Gerda Hasselfeld. Wir sind gespannt, was Sie aus dem Familienleben zu plaudern haben. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende, liebe Angela Merkel, Herr Generalsekretär, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Mit Dankbarkeit, ja mit berechtigtem Stolz und mit Zuversicht feiern wir heute den 70. Geburtstag der CDU. Und wir in der CSU feiern gerne mit der ein bisschen älteren Schwester. Ich darf Ihnen die herzlichen Glückwünsche und die Gratulation der CSU, und zwar der gesamten CSU, derjenigen, die in München und derjenigen, die in Berlin Verantwortung tragen, überbringen. Nun sagen ja manche, für die Familie kann man nichts. Die Geschwister sucht man sich nicht unbedingt immer aus. Aber meistens ist man dann doch recht froh, dass man Geschwister hat und dankbar, wenn man eine Familie hat. Für die CSU und die CDU in gleicher Weise gilt, finde ich, auf jeden Fall, es ist nicht nur gut, sondern es ist ein ganz großes Glück, dass wir zu zweit sind. Ein großes Glück für uns selbst, aber auch ein großes Glück für die Menschen in unserem Land. Die CDU, das sind vor allem die vielen, vielen Mitglieder und Engagierten, die dieser großen stolzen Volkspartei Stimme und Gewicht an der Basis geben. Sie haben sich zu diesem Geburtstag das schönste Geburtstagsgeschenk selbst gemacht, nämlich die Tatsache, dass die CDU nicht nur in den Umfragen die stärkste Partei ist, sondern dass die CDU auch mitgliedermäßig wieder die stärkste Partei ist, und zwar ohne die CSU und ohne Bayern. Das ist das besondere Verdienst. Und auch dazu möchte ich herzlich gratulieren. Die Gründung der CDU, meine Damen und Herren, das war keine Gründung in einem Schritt, sondern eine Gründung in mehreren Schritten. Sie erfolgte nicht zunächst zentral von oben nach unten, sondern sie erfolgte von unten nach oben und begleitet durch zahlreiche Initiativen. Deshalb ist die CDU auch nicht eine Klientelpartei, sie ist nicht eine Protestpartei, sie ist nicht eine Kaderpartei geworden, sondern sie ist eine Bürgerpartei geblieben, mit selbstbewussten Mitgliedern und mit starken Landesverbänden. Und all diesen Gründungsinitiativen gemeinsam war das, was ein Kölner Unionsgründer, nämlich Leo Schwering,
den, ich zitiere, Katakombengeist genannt hat. Ein Katakombengeist, so sagt er, der sich in Kreisen des Widerstands und der Konzentrationslager formte. Und in der Tat waren mehr als die Hälfte derjenigen, die das Berliner Gründungsmanifest oder den Gründungsaufruf unterzeichnet haben, im Widerstand organisiert. Und das, was Generalsekretär Peter Tauber vorhin angesprochen hat, war in der Tat die Leitlinie: Wir wollen nicht wieder das, was wir erlebt haben, sondern wir wollen uns einsetzen für Frieden, für Freiheit, für Versöhnung, für soziale Gerechtigkeit. Das war die Grundidee dieses Berliner Aufrufs. In diesem Berliner Aufruf ist die Rede von der Liebe zum deutschen Volk, von der Sammlung der christlichen, demokratischen und sozialen Kräfte, um am Aufbau der Heimat mitzuarbeiten. Das war die Grundlage, und auf dieser Grundlage wurde die CDU zu einer christlich geprägten, überkonfessionellen Volkspartei, offen für alle Schichten und Traditionen, offen und verwurzelt im christlichen Gedankengut, in der christlichen Ethik. Und so mancher fragt sich vielleicht heute, nicht nur in Bayern, ja, warum hat sich jetzt in Bayern die bayerische CSU, damals 1950, nicht der CDU und den anderen Landesverbänden der CDU angeschlossen? Die Gründe liegen in unserer Geschichte, in unserer Identität, in unserem, wenn Sie so wollen, Selbstbewusstsein. Bayern blickt auf eine jahrhundertelange eigene Geschichte mit einem eigenen Königreich zurück. Bayern war das einzige Flächenland, das in fast annähernd den gleichen Grenzen damals 1946 wieder entstanden ist. Und meine Damen und Herren, dass wir einen besonderen Wert auf unsere Eigenständigkeit gelegt haben und legen, das war damals kein Geheimnis und das ist auch heute kein Geheimnis. Von Anfang an war der Föderalismus in Bayern von größter Bedeutung, und nicht zuletzt deshalb hat auch der Bayerische Landtag dem Grundgesetz ja nicht zugestimmt, weil dieses zu wenig föderalistisch ausgeprägt war. Und vor diesem Hintergrund war es dann auch nur konsequent, dass die CSU als eigenständige bayerische Partei, aber mit einem bundespolitischen Anspruch etabliert wurde. Und der Erfolg, meine Damen und Herren, der gibt der Union recht. Und der Erfolg tut auch dem Land gut. Eine starke CSU ist gut für die Union insgesamt. Eine starke CSU ist gut für Bayern. Und ein starkes Bayern, das ist auch gut für unser Vaterland, für Deutschland insgesamt. Und meine Damen und Herren, wer Geschwister hat, der weiß, dass Geschwister nicht immer alle und immer einer Meinung sind. Gott sei Dank. Bisweilen gibt es auch mal ein bisschen Zoff, manche sagen auch Streit. Ich buche es ab unter der normalen Auseinandersetzung unter Menschen und Politikern, so wie es in einer Demokratie und in einer Familie es sich gehört. Aber so einen doch etwas tiefer gehenden Streit gab es im Jahr 1976, dieses denkwürdige Jahr mit dem Kräuterbeschluss. Die Älteren unter uns, die können sicherlich noch die angespannte Lage auch vor dieser Entscheidung in Kreuth nachvollziehen. Sie können sich erinnern an die entscheidende Frage, wer führt die Union in die Bundestagswahl 1976. Die besondere Dynamik, die damals ausging, die ging schon von den beiden unterschiedlichen Charakteren aus. Helmut Kohl, der junge Modernisierer und Reformer aus der Pfalz, gegen Franz Josef Strauß, das Urgestein aus Bayern. Der Verlauf ist bekannt. Kohl wurde Kandidat und verlor ganz knapp.
Strauß und seine CSU-Kollegen fassten den Plan, mit der CSU bundesweit anzutreten. Waren turbulente Tage und Nächte. Ich will mich auf das Positive beschränken. Ich finde, beide haben großen Mut gezeigt. Und der Mut dieser beiden, aber auch der Mut der Freunde in der CSU und in der CDU und nicht zuletzt der Blick in die Realität, meine Damen und Herren, hat zu alter Freundschaft zurückgeführt. Heute wissen wir, der Wettbewerb unter Personal, der Wettbewerb um Konzepte, der hat uns insgesamt stärker gemacht und der trägt uns auch heute und macht uns heute stark. Wir stehen heute zusammen, fester denn je. Zusammen, weil wir gemeinsame Werte teilen, weil wir dieselben Überzeugungen leben. Und eine starke CDU, eine starke, wenn auch gelegentlich eigenwillige CSU und die gute Zusammenarbeit beider, gerade auch in der Fraktionsgemeinschaft, wie wir sie hier in Berlin erleben, das gehört, meine Damen und Herren, zum Kern des Erfolgs der Union. Und dafür möchte ich ganz persönlich herzlich danken, auch dem Kollegen Volker Kauder. Die Zusammenarbeit ist perfekt und tut nicht nur uns, sondern dem ganzen Land gut. Jahre CDU, meine Damen und Herren, das waren 70 gute Jahre für unser Land. Die großen Entscheidungen dieser Jahre tragen die Handschrift der Union und sind mit dem Namen unserer Bundeskanzler eng verbunden. Ob das der Wiederaufbau war, die Einführung der sozialen Marktwirtschaft, ja, das Wirtschaftswunder, das wir alle erleben konnten, die Aussöhnung mit unseren Nachbarn, die Aussöhnung mit Israel, die Westbindung, der NATO-Doppelbeschluss und nicht zu vergessen der Bau des Hauses Europa. Eine Herausforderung, die uns gerade auch in diesen Tagen wieder beschäftigt. Und, meine Damen und Herren, die Union ist die Partei der deutschen Einheit. Und der Weg war nicht immer so alternativlos, wie man heute gelegentlich den Eindruck hat. Als die einen noch von Wandel durch Annäherung sprachen und auch die DDR als eigenständigen Staat anerkennen wollten, da hat Bayern mit seiner Klage gegen den Grundlagenvertrag die deutsche Frage offen gehalten. Und als die Mauer endlich gefallen war, da war es die Allianz für Deutschland im Osten und die Union im Westen, die sich am klarsten für eine rasche Wiedervereinigung ausgesprochen haben. Und so denke ich, sollten wir gerade an diesem 70. Geburtstag den Architekten der Einheit, allen voran Helmut Kohl und Lothar de Maizière, aber auch Wolfgang Schäuble und Theo Weigel, unseren besonderen Dank und unsere Anerkennung für diese Leistung aussprechen. Und heute ist es wieder an der Union, die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Und gerade die Entwicklungen in Griechenland zeigen, wie wichtig gemeinsames Handeln auf einem festen Wertefundament, nicht nur in Deutschland, sondern gerade auch im vereinten Europa ist. Europa kann nicht funktionieren, wenn getroffene Vereinbarungen einseitig aufgekündigt werden. Und es kann auch nicht funktionieren, wenn Solidarität einseitig definiert wird. Deutsche Bundeskanzler wie Konrad Adenauer
und Helmut Kohl haben Europa immer wieder in entscheidenden Phasen vorangebracht, auch unter oft schwierigen Bedingungen. Und in den letzten Jahren und gerade auch aktuell ist es wieder eine deutsche Bundeskanzlerin, die Europa in schwierigen Zeiten zusammengehalten hat und nach vorne gebracht hat und dies auch tagtäglich immer wieder unter Beweis stellt. Die Menschen in unserem Land, meine Damen und Herren, vertrauen unserer Bundeskanzlerin und dem Bundesfinanzminister. Beide leisten eine großartige Arbeit. Sie haben es gerade auch in den letzten Tagen und Wochen wieder unter Beweis gestellt. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir auch diese Krise meistern und Europa in eine gute Zukunft führen, in dem Geist, der uns bisher auch getragen hat, nämlich Solidarität und Eigenverantwortung. Solidarität und Solidität immer in Verantwortung für die unmittelbar betroffenen Menschen. Aber auch in unserem eigenen Land haben wir große Herausforderungen. Es geht um die richtigen Antworten auf die zunehmende Globalisierung, um die richtigen Antworten im Bereich der Digitalisierung, aber auch um die richtigen Antworten angesichts der demografischen Herausforderungen. Und bei all dem dürfen wir nicht vergessen, was uns trägt, was uns zusammenhält, nämlich die gemeinsamen Werte, die Werte einer Volkspartei, in der jede und jeder gleich viel wert ist, geprägt vom christlichen Menschenbild. Die Würde des einzelnen Menschen, seine Einzigartigkeit, die Glaubens- und Meinungsfreiheit, gegenseitige Toleranz und Hilfsbereitschaft, und der Schutz von Minderheiten, genauso wie die Verantwortung für unsere Kinder und Enkelkinder, all das, meine Damen und Herren, sind Errungenschaften der christlich-abendländischen Kultur und müssen immer wieder verteidigt werden. Und dann stellt sich an so einem 70. Geburtstag die spannende Frage: Sind grundlegende Werte in diesen 70 Jahren aufgegeben worden? Ich sage nein. Sie sind heute wie damals Grundlage unseres Handelns. Die Aufgaben haben sich geändert und sie ändern sich ständig. Manche Umstände haben sich geändert, aber unser Auftrag, der ist heute wie damals, nämlich immer wieder Antworten zu finden auf die aktuellen Herausforderungen und immer wieder diese zu finden auf der Basis eines festen Wertefundaments, das für uns das christliche Menschenbild ist, und immer im Bewusstsein, den Menschen in unserem Land zu dienen. Sie stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Die CDU hat mit vielen verantwortungsbewussten und verantwortungsvollen Frauen und Männern dieses Land zu dem gemacht, was es heute ist, nämlich eine starke und stolze Nation im Herzen Europas. Dafür danke ich allen Verantwortlichen in allen Ebenen der CDU. Und Sie erlauben, dass ich mit einem Zitat von Franz Josef Strauß schließe, nämlich dankbar rückwärts, mutig vorwärts und gläubig aufwärts. Alles Gute der CDU. Applaus